Okay, nächste Runde und diesmal mit 6 Leuten sogar. Wir sind zu einer mehr. Flo ist dazu gekommen. Flo, du musst übrigens rausgehen aus dem Stream, ne? Also den Stream muten und währenddessen rausgehen, falls du noch drin bist, damit du nicht gespoilert wirst. Nach der Runde wieder reingehen gerne. Alter, haarlose Katze trägt einen Mantel. Finde ich ja schon eine witzige Anfangsgeschichte eigentlich. Teletubbies, keine Ahnung, wie man Teletubbies schreibt. Teletubbies. Streiten sich um eine OP-Maske. Kann man auch wieder viel interpretieren an. Teletubbies streiten sich um eine OP-Maske. Ist eine coole Geschichte. Die Teletubbies kann man ganz gut malen. Die streiten sich um eine OP-Maske. Bin ich gespannt. Ist teilweise schwierig, weil es 4 Teletubbies gibt. Bin ich gespannt, wie das durchkommt. Bin ich sehr gespannt. Paul reitet auf einem Delfin mit Bier in der Hand. Das bekomme ich, glaube ich, gut hin. Leute, da bin ich ehrlich. Ich glaube, das bekomme ich gut hin. Da habe ich ein gutes Gefühl, dass ich das hinbekomme. Bin ich ganz ehrlich zu euch, Leute. Da sehe ich mich. Okay, warte mal, Delfin hat erstmal hinten solche Flossen. Ne, Delfin ist auf jeden Fall sehr abgerundet. Ja, das ist schon mal ein Delfin. Delfin hat noch solche, ich weiß nicht, ob er solche Flossen hat. Hier irgendwelche Flossen wird der schon haben. Ja, ich glaube, das ist ein ordentlicher Delfin. Warte mal, ein Delfin? Ne, das ist ein Hai, der so eine Flosse dahin hat. Okay, egal. Der springt aus dem Wasser raus. Sieht aus wie ein Hai fast. Oh, warte, ich muss da unten noch die Flosse auch. Okay, Paul muss auf den Delfin noch drauf, natürlich. Ich versuche mal jetzt wieder einen schöneren Paul zu malen. Erstmal eine Hose. Muss ja nicht immer so schnell malen, wenn man Zeit hat. Und diesmal habe ich Zeit. Erdbeermilch? Du magst Erdbeermilch? Hey, Mojess, danke für dein Follow. Okay, ich brauche auf jeden Fall einen großen Bauch. Safe. Und ich habe ja mitbekommen, man malt mich inzwischen als mit, das T-Shirt mit hellblau. So wie es aussieht. Oh, warte mal, ich muss weiter runter malen, sonst bin ich am Arsch. Oh, ich kann das eh mit der Farbe malen. Ich brauche noch einen Bauchnabel. Jetzt habe ich wieder Zeitstress, so schnell geht es. Ja. ja. Alter, so schnell kommt der Zeitstress dazu. Das ist unfassbar, wie schnell das jedes Mal geht. So, Bier in der Hand. Ja, ich will das Bier jetzt nicht kaputt machen, komplett. Ja, der Schluss war eher schlecht dann. Okay, ja gut. Ich reite auf einem Delfin mit Bier in der Hand. Das kann man erkennen, glaube ich schon. Das ist, glaube ich, in Ordnung. Jetzt bist du dran, diese Szene zu beschreiben. Ein H-Typ saugt Corona über einen. Da kommt Corona aus dem Bildschirm in seinen Mund. Oder ist es Trump? Roter Kopf. Roter Kopf, okay. Mille wird von Paul im Keller eingesperrt. Da muss ich jetzt schnell machen. Okay, wir brauchen erstmal eine Grundding, dass wir quasi einen Keller haben. So, da ist eine Türe, die zufällt. Die fällt zu, weil ich nämlich hier stehe. Ich muss mich böse malen. Oh ja, das ist böse. Okay. Ich mache mich einfach jetzt komplett schwarz. Meinen Bauch natürlich wieder. Mit dem Bauchnabel nicht zu vergessen. Ja, und einfach die Füße, die müssen jetzt nicht gut aussehen. Ich sehe aus wie so ein Troll. Das wird nice.
kurz meine braunen Haare hier wieder einigermaßen malen. Und das hier. Wir wissen halt eigentlich, wie Miller aussieht. Das ist das Problem so ein bisschen. Noch kurz, dass ich halt am Stream hier bin. Normalerweise. Und der Tisch. Ein Streamtisch. Okay. Okay, unten ist jetzt Mille, der traurig ist. Ne, nicht tot, einfach nur traurig. Der hat hier so einen ganz kleinen Rechner auch zum Moderieren. Ja, das kann man eigentlich erkennen, dass Mille da traurig ist, weil er. Das ist der Keller. Ha, komm, das ist okay. Ich bin zufrieden, Leute. Ich bin zufrieden. Jo, bis dann, vier Finger. Tschau, dir auch viel Spaß. Bye, bye. Jetzt bist du dran, diese Szene zu beschreiben. Schwimmer wird von. Das soll ein Biber sein, glaube ich. Im Wasser. Bananentrio tanzt auf einem Berg. Bananentrio tanzt auf einem Berg. Okay, wir brauchen erstmal einen Berg dann gleich. Wir brauchen aber einen recht großen Berg, damit ich genug Platz habe, das zu malen. Brauche ich drei Bananen, die da tanzen. Bananentrio tanzt auf einem Berg. Warte mal, die war schlecht, die mache ich nochmal neu. Die gefällt mir immer noch nicht. Ich will die schon ein bisschen. Ja, komm, das ist eine Banane. Ups. Die haben immer sowas da oben. Dem fehlen noch die Hände, sehe ich gerade. So, die tanzen doch. Musik auch ein bisschen kleiner noch. Nein, das ist, ich mach's einfach in Gelb. In Gelb war's schon am besten, auch wenn die Bananen schon gelb sind. Da kommt Musik raus. Dann machen wir noch so ein Musikding. Das ist doch schön. Hier ist noch so ein Fluss von mir raus. Ja, komm mal, Bananen. Alter, das ist schön, Leute. Können wir sagen, was ihr wollt? Das ist wirklich schön. Bananentrio tanzt auf einem Berg. Übel schön geworden. Übel schön geworden. Okay, muss ich wieder entmuten wieder. Hallo. Hallo. Also, ich muss sagen, mein letztes Ding war richtig schön. Also, im letzten Tag. Ich war generell zufrieden, muss ich sagen. Ich war sehr zufrieden diesmal.
Ja, bin ich mal Okay, gespannt. Flo schreibt schon nur Gott rein, aber anscheinend nicht so zufrieden. Ja, ich bin auch Paul's gespannt. Keller, Wohnort der Mords. Pauls Keller, Wohnort der Mods. Okay. Ja, Mann, ich schwöre euch, genauso ist es. Genauso ist es. Das erkennt doch Ja. jeder. Der Modkeller von Mille. Millie wird von Paul im Keller eingesperrt. Ja, doch. Ich habe es nochmal realistisch dargestellt, wie das wirklich ausgesehen hat. Ich war ja dabei. Ich war ja dabei, wie es Ja, wirklich war. okay. Er hat nur so einen kleinen Rechner mit einer kleinen Maus, weißt du? Ja, die Maus einfach größer als der Bildschirm. Ich sollte eigentlich die Tastatur erst werden. Dann habe ich gesehen, sieht eher aus wie eine Maus. Achso. Mille der Arme wird von Paul in seinem Keller gemobbt. Frem. Free Mille soll das wohl Free heißen. Mille. Hashtag Free Mille kommt jetzt bald, ey, ohne Witz. Oh, Es mit einer Peitsche, so ist es doch gar nicht. Ich meine, im Endeffekt, Pauls Keller wohnt der Mods, so sieht es ungefähr auch unten aus, ehrlich gesagt. Nur die Peitsche stimmt nicht. Hashtag Free Mille, ja Mann. Weil ich. Ist natürlich hinter Gittern, Alter, das ist schon richtig prinzipiell. Aber warte mal, ist Patrick, du halt bist gar ja auch nicht Mod. da, oder? Mille ist Da dann auf im Chat einmal zumindest gerade nicht, Free ne? Mille kommt, Auf einmal sagst du Mille, so wird schreibst du er sich rein auf wundern. einmal. Ja, der schläft vielleicht gerade. Ich hatte ihm gestern nichts zu essen gegeben, der muss erschöpft sein wahrscheinlich. Ah. Corona wird neuerdings durch TV-Schauen übertragen. Oh. Dann habe ich das sogar echt Okay, erkannt. das ist abstrakt und schwierig, hätte ich jetzt gesagt. Das ist gut. Ah, Das okay, ja, Problem doch. ist, ich habe kurz gedacht, das wäre Donald Trump, weil der ein rotes Gesicht hat. Ein Haartyp Nein. saugt Corona über einen Bildschirm ein, roter Kopf. Ah, Ja, okay, einfach du nicht mehr hast es aber nicht gepasst, Alter. hingeschrieben. Ja, ich habe roter Kopf geschrien, damit die Leute halt vielleicht denken, damit Trump vielleicht noch ein bisschen drin war, falls es Trump sein sollte. Ja, einer hat schon wieder. Ey, aber das ist genau das gleiche Bild wie oben eigentlich, ne? Also, das wurde erkannt. Ja, das stimmt. Saugt er das mit dem Mund ein? Das soll es Oder wohl was soll das darstellen, sein? denke ich mal, ja. Ja, Oder das ist okay. so, wie heißen diese Tiere, die so eine lange Schnauze haben? Haben Biber nicht sowas? Oder irgendwie so ähnliche Dinge? Schnabeltier Ach, oder so? Schnabeltier, ja, genau. Ergibt Ein Sinn. Haartyp steht vor Monitor mit Ball. Steht vor Monitor mit Ball. Ah, Das okay. hat Flo seine Damit Fantasie hier wusste überschritten, ich schreibt er auch gerade rein. gerade. Ja, vielleicht denkt ihr es ja, der nächste. Ach ne, warte, ich schon vorbei. Guck mal, das ist doch klar, das ist doch das Coronavirus, was in der Hand ist von dem Einhaar-Typen. Und es kommt aus dem Bildschirm Ja, raus genau. gerade. Alter, was ist das für ein Greenscreen im Bildschirm? Ja, ich wollte eigentlich noch in eine schöne Szene da reinmalen, aber es hat die Zeit nicht mehr gereicht. Ja, Corona ist. Ja, es ist noch Corona, ich bleib dabei. Paul Okay. reitet auf einem Delfin mit Bier in der Hand. Okay, ja, Oh. das habe ich gemalt als erstes in dem Fall. Ja, stark. Ich habe so richtig Aha, bestimmt mit dem hast auch Delfin die. Zeit gelassen, mit dem Bauch und am Schluss hatte ich doch 10 Sekunden Zeit für Gesicht und Bier malen. Und Kopf malen. Aber der Delfin ist auch echt gut Ja, da habe ich geworden. mir auch Zeit dafür gelassen. Ich dachte mir, das bekomme ich gut hin. Ich lasse mir Zeit. Ist jetzt das bauchlose Shirt in Türkis Meta. Ja, ich dachte mir, okay, alle malen mich mit irgendwie so hellblau, deswegen mache ich auch hellblau, dachte ich mir. Paul trinkt Ja, Bier und okay. reitet einen Delfine, der springt. Ein Delfine. Nee, aber gut erkannt. Okay, wir sind immer noch am Start. Zum Glück kam das Aber Auge noch. Zum Glück kam das Auge noch. Ich hätte gedacht, das wäre ein Ding Atomrakete. Das sieht aus wie ein Wal. ja, das ist jetzt schlecht. Ja, beim Bart habe ich schon an dich gedacht, aber ich dachte, es wäre ein Hut. Und der Bauchnabel war nicht da, deswegen. Mann mit Bier Bauchnabel und Hut fehlt. reitet auf Wal durchs Wasser. Deswegen habe ich dich da leider nicht erkannt. Ja, der Flo hat noch nicht so oft mitgespielt. Der weiß, dass ich immer einen dicken Bauch und Bauchnabel habe in den gemalten Dingern. Im Real Life habe ich Ah. natürlich keinen. Stimmt es natürlich nicht, da habe ich keinen Bauchnabel. Das sieht aus wie. Das ist ein Ding Orca, oder? Heißen die Dinger, glaube ich. Heißen die Orca, die so weiß-schwarz sind? Der ist cool. Ich glaube schon, ja. Der Hut ist halt auch geil. Der ist einfach nur so hinten so am Kopf abgeschnitten, quasi, der Hut. Wie vorhin mein hoher Hubreifen. Close enough. Ja, das könnte ich auch Ja, sein, ganz ja. ehrlich. Das könnte ich schon sein. Ja, LOL! mit Perücke. Der Wal spritzt da Wasser raus aus seinem Bauch, oder? Ja, also, Ah, ich weiß cool. nicht, ob das was Bauch ist, aber. Ja, keine Angst, das erkenne ich jetzt erst. Das erkenne ich jetzt erst, voll cool. Pipi Langstrumpf. Ja, stimmt, das ist Pipi Ja, es sieht Langstrumpf. wirklich so aus von dem Visual. Ich hatte mich gefragt, woran mich das erinnert, aber ja. Ja, Mann. Okay, gucken wir weiter, gucken wir weiter. Teletubbies streiten sich um eine OB-Maske. Aus seinem Bauch, ja, keine Ahnung. Teletubbies streiten sich um eine OP-Maske, ja.
Das ist stark, das ist Oh. stark. Ja, Ich das weiß ist zwar nicht, ob das richtig so gut. stimmt mit dem Kopf oben, ob das alles. Po hat gar nichts. Po muss doch so einen Kreis oben haben, glaube ich, ne? Also Boah, der da rote. bin ich überfragt. Ich habe das nicht einmal in meinem Leben gesehen, glaube Das ich. ist richtig stark. Guck mal, ich wusste gar nicht mehr, dass die so rot. Nur Stimmt, die haben so fünf einen Kugels Glitzerbauch. stehen um ein Objekt, blau-grau, und ziehen daran. Ach komm, die Maske hätte ich erkennen können, Ja. Flo. Das Objekt, da wusste ich halt auch nicht, was ich da zeichnen Ja, soll. das ist schwierig. Sorry, sagt er. Ja, das ist eine Riesenmaske, sieht man doch. Alter, rechts ist einfach das Teufelsteletubby, ich schwör dir. Und links sieht aus wie eine Biene einfach. Nice Teletubbies. Okay, aber ich glaube, das hat man Ich war erkannt. schon froh, dass ich also zumindest die Grundform von denen Teletubbies wusste, aber. streiten sich um Nono, der Staubsauger. Was ist Nono, der Staubsauger? Okay, das kenne ich aber auch nicht. Mann, die ist noch richtig im Game drin, Alter. Jetzt kommen wir hier wieder Zwinky Zwonky und Nono der Ja, Zwinky Staubsauger. Zwonky, das hat's auch von Das Teletubbies ist wahrscheinlich. eine ganz andere Welt. Oh, geil. Ey, das sieht aus wie eine Maske. Ich schwöre dir, das ist eine Maske. Das ist eine traurige Maske. Da hängt Das. außen hängt diese, ne, Guck der. mal die Teletubbies an, Alter. Das sieht aus wie der Kuckucksklan, ich schwör's dir. Ja, ich finde, das ist eigentlich das, was oben war, fast. Ohne Witz, zwei Ja, Teletubbies doch. streiten sich um eine OP-Maske, also aus Zufall aber komplett. Ich würde eher Weil eine man den Maske als einen Staubsauger nicht Staubsauger erkennen erkennen. kann. Ja, genau. Ah, warte mal, der hat so einen Rüssel, glaube ich, der Staubsauger. Vielleicht ist rechts der Rüssel. Ich glaube, da hat er so einen Rüssel, der Staubsauger bei Teletubbies. Okay. Ah, okay. Ja, das Das könnte könnte natürlich sein. sein dann. Ist gut aber angekommen trotzdem im Endeffekt. Bin ich zufrieden. Teletubbies sind durch. Okay, was hat denn der Only Set Schönes geschrieben? Bananas in Pyjamas tanzen auf einem Berg. Bananas in Pyjamas, Alter, ich kann nicht reden. Auf einem Berg. Ah, okay. Ah, okay. Die eine hat keine Hose an, interessant. Sieht aber voll cool Bananen in aus. Kleidern winken von einem Berg herunter. Ich fand die von der Form her auch echt gut. Also. Ja, die Bananen sind übel stark, stimmt. Es fehlt ein bisschen oben das Schwarz, eigentlich hätte die doch oben so ein. Tanzen auf einem Berg. Ja, winken. Hä? Ach, da sind die drei hergekommen. Ich habe mich gefragt, wo die drei Bananen herkommen. Aber da war ich Ah. stärker als Manisan. Ich sage, ich bin da stärker als Manisan dieses Mal. Vom Malen. Okay, da bin ich jetzt mal Bananentrio ausnahmsweise mal. tanzt auf einem Berg. Also ich war da übel zufrieden mit, was ich gemalt habe. Hey, guck mal, da ist wieder tanzen geworden. Richtig gut. Ja, schon tanzt an dich auch. Ach komm, das ist doch cool. Da oben, Ja, da ist der das ist Ghetto cool. Blaster Musik und die Bananen drei, wie sie tanzen mit den Dingern. Ich finde, das war nicht ein richtig starkes Bild. Aber gut, Der bei Ghetto Mani Blaster waren es mit halt dem mit Kleidern Loten. und so noch. Ich habe keine Kleider malen müssen, das wäre schwierig gewesen. Ja, Ich hätte auch stimmt. winken und nicht tanzen, sagt Mani dann. Ja, stimmt. Das Winken ist auch cool eigentlich, wie sie es malt. Mit den Dingern oben. Ja, tanzen kann man auch leichter malen. Das stimmt. Da sind Oh, nur die nice. Pyjamas verloren gegangen, das war stark. Ja, bei mir war halt nur tanzen auf einem Berg. Ich hätte den auch was anmalen können, vielleicht. Aber gut, ich dachte es natürlich nicht. Man flieht Okay. vor Wildschwein durch einen Fluss. Vor Ja, Wildschwein. das Ich tut mir kann jetzt leid. schon sagen, das Wildschwein ist verloren gegangen. Ja, das müsste. Was ist das für eine Kackwurst auf Beinen, Alter? Ja, ich wusste nicht, wie man Wildschwein am Hätte besten ich aber auch nicht zeichnet und malen die können. Zeit war auch wirklich knapp. Ja. Typ schwimmt vor einem braunen Tier. Wer? Davon? Dieses Bär? Wer? Bär? Ja, gut, kann ich verstehen, Ja, dass er das okay. nicht erkannt hat. Ich auch. Ja. Das habe ich Oh. bekommen. Das ist nicht schlecht. Ja. Guck mal den Schwanz an. Weil, Guck mal ja, den Schwanz gut. unterm Wasser. Das ist ja den Schwanz unterm Wasser, ne? Was, woran denkst du, wenn du das siehst? Welches Tier hat so einen langen, breiten Ein Schwanz? Biber. Okay, machen wir Schwimme wird von Biber verfolgt und Oh. anfressen im Wasser. Sah aus wie ein Akku. Erst hast du den Rat, dann habe ich den Schwanz hinten gesehen. Ja, stimmt. Und Das dachte sieht ich, das ist wirklich ein so ein bisschen Akku-Biber aus. halt. Ja, guck Der ist mal. aber richtig sauer. Oh. Uiuiui, der ist böse, ey. Der ist böse. Aber wenn man sagen würde, das ist ein Wildschwein, dann ist er angekommen. Dann ist angekommen, ja. Ja. Eindeutig. Ja, doch. Das war aber okay. Also, ich kann auch wieder gut sagen. Aber klar, wenn man halt mit weniger Leuten spielt, kommen ja Sachen durch auch.